vom Einleitungstext unserer Vorlage heißt: Mit Innovation Herausforderungen meistern. Unsere Gemeinde hat ganz einen Haufen Herausforderungen. Ob wir wollen oder nicht, Herausforderungen sind da und wir müssen uns denen stellen. Einfach die Situation bewahren oder sich nicht bewegen, bringt nur kurzfristig Erfolg, wenn überhaupt. Und so ist es für einen Gemeinderat immer wieder wichtig, zu überlegen, wo stehen wir, wo wollen wir hin und wie kommen wir dort hin. Die verschiedenen Wege zu diesen Zielen sind verschieden. Auch die Menschen, die diese Wege gehen, sind verschieden. Es gibt Leute, die wahrscheinlich einen Schritt führen, einen Schritt zurück oder umgekehrt. Die anderen verreisen auf der Autobahn oder nochmal andere nehmen den Veloweg. Aber alle kommen irgendeinmal zum Ziel. Die einen sehr viel zu früh, die anderen sehr viel zu spät. Die anderen knapp zu früh oder knapp zu spät. Und dann gibt es immer auch ein paar, die sind pünktlich. Und das sind dann wieder die Glücklichen. Manchmal ist das halt eine Glückssache. Und die verschiedenen Einflussfaktoren können sie auch beeinflussen, ob wir eben pünktlich oder weniger pünktlich sind. Und weil wir pünktlich die Gemeindeversammlung beenden wollen, fangen wir jetzt auch pünktlich mit denen an. Auf Seite 5 der Vorlage sehen Sie den Paragraph mit seiner Stimmberechtigung. Und ich bitte Sie alle, die diese Vorgaben nicht erfüllen, die also nicht Bürger sind, also Einwohner sind von dieser Gemeinde, auf der Galerie Platz zu nehmen. Auf der gleichen Seite werden auch die Rechtsmittel beliehen. Ebenso mache ich Sie darauf aufmerksam, die Versammlung wird wie immer wegen Protokoll aufgenommen vom Tonband und ebenso wird sie aufgenommen heute wie das letzte Mal durch Zug TV, wo Sie dann auch im Internet schauen können. Ich darf feststellen, dass Sie in den Amtsblättern 22 und 23 ordentlich Traktanten haben können studieren, dass es ausgeschrieben war. Und ebenfalls haben Sie die Vorlage über 3 Wochen vorher bei sich im Briefkasten gehabt. Mit diesen einleitenden Worten komme ich jetzt zu der Wahl der Stimmenzähler und ich bitte den Gemeinderatsvizepräsidenten Peter Hauser, uns 8 Personen vorzustellen. Ja, geschätzte Damen und Herren, ich schlage Ihnen folgende Personen vor. Der Herr Emil Bertsch, Frau Esther Gödel, Frau Martina Schwandl, der Herr Gerard Milius, Frau Muriel Schreiber, der Herr Marcel Meyer, der Herr Roland Stuber, Frau Karin Guller und der Herr Christian von Dach. Gibt es weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann möchte ich fragen, wer mit diesen Vorschlägen einverstanden ist, soll bitte die Hand erheben. Danke vielmals. In dem Fall sind die grossmehrheitlich gewählt und ich bitte die gewählten Mitglieder vorzukommen, um Marcel Meyer und dann als erstes die Versammlung abzuzählen. Geschätzte Damen und Herren, Sie haben die Traktantenliste und das ganze Buch, das ein bisschen umfangreicher ist, als wir können studieren können. Wir werden wie immer die einzelnen Traktanten von der zuständigen Gemeinde vorstellen und wird das allerdings ziemlich kurz halten. Nach den normalen Traktanten und denen, die wir aufgelegt haben, haben wir noch eine Interpellation von der CVP zum Thema Notariat. Ganz am Schluss haben Sie dann bitte die Möglichkeit, wie immer, zum Thema allgemeine Aussprache das Wort zu ergreifen. Und auch da bitte ich Sie, sich kurz zu halten und gleichzeitig sich auf allgemeine öffentliche und gemeindliche Interessen zu beschränken. Wie immer sind wir für Sie da, wenn Sie Fragen haben, über das ausgehen. Aber da sind wir froh, wenn Sie sich bei uns auf der Verwaltung melden. Wir haben wieder Mikrofon parat. Sie können sich mit Handen melden und jeweils mit dem Mikrofon mit Ihrer Namensnennung und wenn Sie geht, auch mit der Adresse vorstellen, das hilft uns wie immer bei der Protokollierung. Ich komme jetzt zur Traktandenreihenfolge. Hat jemand ein Anliegen zu der Traktantenreihenfolge? Wenn das nicht der Fall ist, dann würden wir aufgrund dieser Traktanten weitergehen. Somit kommen wir gerade zum Traktandum 1,
zur Genehmigung vom Protokoll von der Einwohnergemeindeversammlung vom 25. November 2008. Das Protokoll ist aufgelegt auf die Gemeinde und Sie haben das können lesen vom 29. Mai 2009, wenn Sie Interesse haben. Ich frage, gibt es Wortmeldungen zum Protokoll von der letzten Einwohnergemeindeversammlung? Das ist nicht der Fall, dann kommt ich zur Abstimmung, wer das Protokoll, nein, ich muss es genau vorlesen, es sei, das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 25. November 2008 zu genehmigen. Wer dem kann zustimmen, soll bitte die Hand erheben. Danke vielmals. Somit ist das Protokoll grossmehrheitlich genehmigt. Wir kommen jetzt zum Traktandum 2. Rechnung 2007, Bericht und Antrag des Gemeinderates. Zu dem Traktandum gebe ich dem Finanzchef in Peter Hausier das Wort. Geschätzte Damen und Herren, wir kommen zum Traktandum 2, Rechnung 2007, Bericht und Antrag vom Gemeinderat. Die Rechnung 2007 ist bereits an der Gemeindeversammlung vom 3. Juni 2008 verabschiedet worden. Ich möchte Ihnen kurz einen Überblick geben, wie es zur Neuauflage der Rechnung 2007 gekommen ist. Die Rechnung, im Zusammenhang mit der Rechnung 2007 ist ein Antrag gestellt worden, ein Grundstückgewinnsteuerfall in der Höhe von 220'000 Franken nochmal neu zu untersuchen. Die Abschreibung, die seinerzeit im Antrag integriert war, ist grossmehrheitlich abgelehnt worden. Und auf das aber ist dann später noch eine Beschwerde eingereicht worden und ich nachher noch kurz darauf zurückkomme. Wir haben, nachdem die Rechnung im Juni 2008 verabschiedet worden ist, haben wir am 18. Juni eine Beschwerde Ihnen bekommen, die dazu geführt hat, dass die Rechnung 2007 der Regierungsrat beschlossen hat, nochmal vorzulegen. Das heisst, die Übertragung von der Parzelle Waldete vom Finanz- und Verwaltungsvermögen mit entsprechender Abschreibung hätte müssen gesondert beantragt werden und nicht im Rahmen von der Rechnungslegung aufgeführt werden. Das heisst, wir haben in dem Sinne einen Fehler gemacht, wo wir auch dazu stehen, wo wir heute Abend korrigieren wollen und wo auch mit dem Separattrag von hier, Geschäft Nummer 4 mit Auswirkung dann auf Rechnung 09 nochmal behandelt wird. Der Entscheid vom Regierungsrat hat den Auflage beinhaltet, nach 30 Tagen nach Eintritt von Rechtskraft von dem Beschluss mitzuteilen, dass wenn und wie wir als Gemeinderat dem Beschluss nachkommen und dieser Auflage sind wir natürlich selbstverständlich nachgekommen und indem wir das Vorgehen mit dem Regierungsrat im Detail abgestimmt haben. Und darüber haben wir am 8. April 2009 auch eine entsprechende Medienmitteilung gemacht. Und in dem Sinn ist in der Rechnung 2007, wo wir heute frisch noch einmal vorlegen, die Vorgaben vom Regierungsrat berücksichtigt. Das Rechnungsergebnis, da komme ich noch ein Detail dazu, tut sich entsprechend um 36'000 Franken verbessern. Das ist die entsprechende Abschreibungsposition, wo jetzt zurückgebucht worden ist. Grund dazu steht ein buchhalterischer Übertrag von der Parzelle Waldete, eben vom Finanz- und Verwaltungsvermögen von 3,6 Millionen Franken, wo ursprünglich mit 1%, also mit 36'000 Franken, abgeschrieben worden ist. Jetzt möchte ich kurz orientieren, dass im Zusammenhang mit der Rechnung 07 drei Beschwerden eingegangen sind. Also einerseits ist am 17. April 2009 eine Beschwerde beim Regierungsrat eingegangen,
eingegangen betreffend Missachtung oder angeblicher Missachtung von der Umsetzung des Regierungsratsbeschlusses vom 27. Januar 2009 mit der Begründung, dass der Gemeinderat die Rechnung 2007 spätestens bis Ende April 2009 hätte sollen im Souverän müssen vorlegen. Das unter Berufung von einer Bestimmung im Gemeindegesetz, wonach bei Rückweisung von der Jahresrechnung die Rechnung in 2 Monaten der Gemeindeversammlung nochmal vorzulegen sei. Auf diese Beschwerde hat der Regierungsrat entschieden am 2. Juni 2009 und ist nicht darauf eingetreten. Zum einen findet die angerufene Bestimmung im Gemeindegesetz, wie der Regierungsrat festhält, auf den vorliegenden Fall keine Anwendung, und zum anderen hat der Regierungsrat erklärt, wie bereits erwähnt, mit der Traktandierung, dass er mit der Traktandierung an der ordentlichen Gemeindeversammlung vom heutigen Abend vorbehaltslos einverstanden ist. Das ist also die Beschwerde vom 17. April. Ja. Dann ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe, eine Beschwerde eingegangen bezüglich der Abschreibung von der Grundstückgewinnsteuer, von dem Grundstückgewinnsteuerfall. Das ist ein Fall, der jetzt mittlerweile schon 10 Jahre zurückliegt. Das heisst, das ist ein Fall von 1999, wo im 2003 irrtümlich auf die Liste 2003 statt 1999 gekommen ist. Und entsprechend ist dann leider die Verjährung eintreten, bevor man eine Veranlagung gemacht hat. Mit dem war ein Bürger nicht einverstanden und hat dann, obwohl man an der letzten Gemeindeversammlung vom 3. Juni 2008 bereits über weitere Verbundesuchungen abgestimmt hat und grossmehrheitlich das abgelehnt worden ist, Beschwerden gemacht, und aufgrund von dem liegt der Fall im Moment beim Regierungsrat, ist also noch hängig. Dann haben wir eine weitere Beschwerde, die eingegangen ist, respektive wo der Regierungsrat entschieden hat, am 19. Mai, wo moniert worden ist, dass wir die Rechnung 2007, so wie sie heute traktandiert wird, hätte ich müssen sistieren, solange eben der besagte Grundstückgewinnsteuerfall nicht entschieden ist oder abgehandelt. Auch diese Beschwerde hat der Regierungsrat mit Entscheid vom 19. Mai 2009 abgewiesen. Also summa summarum kann man sagen, von diesen 3 Beschwerden ist im Moment die Beschwerde bezüglich Grundstückgewinnsteuerfall, Abschreibung von 120.000 Franken, im Moment noch offen. Ich möchte kurz ein bisschen einordnen, um was es geht, seinerzeit bei dem Fall von dieser Übertragung der Landparzelle Waldeck vom Finanz- und Verwaltungsvermögen, einfach, dass man das kurz erläutern kann. Da geht es an und sich darum, heute ist die Parzelle, wie dann auch die Parzellenfeld, die wir dann auch heute traktandieren können, im Finanzvermögen. Das heisst, das ist an und sich eine Position, die nach Finanzhaushaltsgesetz ohne Beeinträchtigung von der öffentlichen Aufgabenerfüllung kann veräussert werden. Das heisst, wir können heute hingehen und die Parzelle veräussern, ohne dass wir unsere Aufgabenerfüllung in Frage stellen. Und wir sehen, dass gerade bei dieser Parzelle, dass die heute ins Verwaltungsvermögen gehört, das heisst eigentlich eben gerade für öffentliche Aufgaben vorgesehen ist. Und der Unterschied ist dann noch der, buchhalterisch, dass Positionen im Verwaltungsvermögen abgeschrieben werden, im Gegensatz zu Finanzvermögen. Also, jetzt vielleicht kurz zum noch weitere Klammer machen. Wo steht die Übertragung von den beiden Parzellen im Zusammenhang mit unserer Strategie?
Wenn man das probiert ein bisschen einzuordnen, dann geht es einmal einerseits um die Abschreibungspolitik. Wir haben in den Jahren 2008 und 2009, also im 2008 die 3 Millionen Zusatzabschreibungen verbucht, zulasten der Jahresrechnung. Wir haben im Jahr 2009 2 Millionen budgetiert und einmal als Prognose gesehen für das 10 rund 2,5 Millionen. Dann aus dem Rechnungsüberschuss von der Rechnung 2008, wo wir dann noch heute über die Abstimmung haben wir rund einen Überschuss von 3,5 Millionen und mit Prognostizierungen mal vorsichtig 2 Millionen Rechnungsüberschuss für das 2009. Das sind alles Abschreibungspositionen, die wir an sich freiwillig tun, zusätzlich generieren. Und das sind, wenn wir das bis ins 2010 durchrechnet, effektiv bereits umgesetzt und prognostiziert, 13 Millionen. Aus diesen 13 Millionen resultiert eine Abnahme. Jetzt sind wir. Aus diesen 13 Millionen zusätzlichen Abschreibungen, das heisst Abschreibungen, die über das rausgehen, die wir ordentlich hätten müssen machen, resultiert für alle kommenden Jahre eine Abnahme vom ordentlichen Abschreibungsbedarf von 1,3 Millionen Franken. Jetzt hat unser Gerät schlapp gemacht. Aber ich denke, ich tue jetzt einfach mal weiterreden. Kurz erläutern. Ich probiere das einigermaßen prägnant überzubringen. Also per Saldo gehen wir davon aus, dass wir bis Ende 10 rund 13 Millionen Abschreibungen generieren, außerhalb des ordentlichen Bedarfs. Das heisst, dass in den kommenden Jahren 1,3 Millionen Abschreibungsbedarf, der ordentliche Abschreibungsbedarf sich um 1,3 Millionen reduzieren. Das heisst, man wird in alle kommenden Rechnungen um 1,3 Millionen entlasten. Wenn wir jetzt von diesen beiden Parzellen Wald und Feld reden, die wir heute beantragen, dann geht es um einen Gesamtwert von 5,4 Millionen, wo wir zu 10 und 1% abschreiben und das generiert einen Abschreibungsbedarf von im ersten Jahr 378.000 und dann degressiv abnehmend auf irgendwann auf Null runter. Dann haben wir eine Strategie, die heisst Schuldentilgung. Wir haben im 2008 eine Darlehensrückzahlung vorgenommen von rund 1,7 Millionen. Im 2009 werden wir einerseits, weil wir können Liquidität aufbauen im 2008 und andererseits, weil wir davon ausgehen, dass wir im 2009 nochmal ein gutes Rechnungsjahr haben mit relativ tiefen Investitionen und sehr hohen Abschreibungen, dass wir ein langfristiges Darlehen von 8,5 Millionen im September können abbauen, dass wir also summa summarum in den beiden Jahren 2008 und 2009 rund 10,2 Millionen langfristige Darlehen können abbauen. Daraus resultiert eine Abnahme wieder von den Zinsen, vielen Dank, von rund 300.000 Franken. Rund 300.000 Franken. Wenn wir auf die Steuerpolitik gehen, dann haben wir letztes Jahr im Budget 09 eine Reduktion vom Steuerfuss von 70 auf 69 beschlossen. Und wenn nicht alle Stricke reißen, dann werden wir im Herbst im Rahmen vom Budget 10 eine Reduktion von der Steuerfusssenkung von 69 auf 67 beantragen, was summa summarum 1 Million Steuerreduktion auf der Ertragsseite ausmacht. Wenn man jetzt also eine Schlussfolgerung möchte, kann man sagen, wir haben einen Minderaufwand aus der Überabschreibung aus 1,3 Millionen, das heißt, Aufwand, der sich reduziert von 300.000, haben wir also in diesen 3 Jahren rund 1,6 Millionen Mittel generiert, die wir können einsetzen, einerseits in Steuerfusssenkungen und andererseits
wo wir können kompensieren über die beiden Positionen bei der Abschreibung gewalteten Feld, womit wir auf der sicheren Seite sind und durch das wir können eigentlich die ganze die verschiedenen Positionen im Rahmen unserer Finanzstrategie können unter einen Hut bringen. Also mit anderen Worten, die Steuerfußsenkung, die eine, die jetzt bereits beschlossen und die, die wir werden beantragen, und plus die Zusatzabschreibung im Rahmen von diesen beiden Umbuchungen, haben wir an und für sich bereits erarbeitet und können das eigentlich an einem guten Gewissen beantragen. Mit dieser Position Übertragung vom Finanz- und Verwaltungsvermögen von diesen beiden Parzellen tun wir schlussendlich den Aufgabe erledigen oder angehen, wo eigentlich erst dann zum Tragen käme, wenn zum Beispiel auf dieser Parzelle oder auf einer dieser beiden Parzellen würde ein Überbauung kommen, ein gemeindliches Bauvorhaben, wo man dann in dem Zeitpunkt könnte den Übertrag machen und ab dann würde der Abschreibungsbedarf laufen. Und wenn wir, durch das, was wir das jetzt machen, tun wir eigentlich zugunsten der kommenden Generation bereits die Aufgabe erfüllen. Gut, ich habe jetzt relativ einen langen Ingress gemacht, wo ich probiert habe, die ganze Situation ein bisschen zu schildern. Jetzt haben wir ja die Rechnung gemäß Regierungsratsbeschluss nochmal korrigiert, heute zur Abstimmung vorliegen. Ich möchte noch einmal ganz kurz sagen, auf welchen Positionen, dass sich Änderungen ergänzen aufgrund von der Rückbuchung von dieser Parzelle Waldeck. Wir haben auf der einen Seite die Abschreibungen von 36'000 Franken wieder aus der Jahresrechnung rausgenommen. Das heisst also, dass der Abschreibungsbedarf oder die Positionabschreibung um 36'000 sich reduziert und entsprechend sich das Rechnungsergebnis um 36'000 Franken verbessert. Auf der Bilanzseite haben wir vom Konto 10.23.03 die GS Waldeten wieder im Finanzvermögen aufgeführt mit 3,6 Millionen. Womit also das Finanzvermögen statt 12,7 wieder 16,3 Millionen Franken ausmacht. Das Verwaltungsvermögen im Gegenzug nimmt um 3,6 Millionen minus die 36'000 Franken Abschreibungen ab. Also statt 38, dann 34 Millionen. Im Rahmen von der Gewinnverwendung, die wir als Sonderabschreibung vorschlagen, haben wir statt 220'000 256'000 Gewinn. Das heisst also eine Veränderung von 36'000, was dann wieder als Sonderabschreibung gebucht wird. Also summa summarum haben wir dann auch wieder auf der Abschreibungsposition eigentlich dann wieder ein Nullsummenspiel. Und buchhalterisch haben wir dann, durch das, was ja dann das Finanzvermögen wieder zunimmt, eine Abnahme von der Pro-Kopf-Verschuldung von 2.304 auf 1.879 Franken. Das sind also die Auswirkungen, die aufgrund von der Umsetzung des Regierungsratsbeschlusses resultieren. Und anhand von dem schlagen wir vor, dass wir heute nicht Position für Position durchgehen, durch die Rechnung, es sei denn, es wünscht das jemand. Der Rechnungsabschluss 2007 schließt mit einem Aufwand von 42.418.991 Franken 75 und einem Ertrag 42.674.997 Franken 72 ab. Damit resultiert für das Rechnungsjahr 2007 ein Rechnungsüberschuss von 256.905,97. Budgetiert wurde ist ein Überschuss von 421.000 Franken. Somit schließt die Jahresrechnung 2007 um 264.094,03 Franken schlechter ab als budgetiert. Damit die Rechnung 07, wie gesagt, bereits vor einem Jahr eingehend diskutiert und durchgegangen sind, schlage ich vor, dass man heute darauf verzichtet. Es sei denn, es sind heute ganz spezifische Fragen da zu der Rechnung 07, dann probiere ich die zu beantworten. Ist das der Fall?
Gemeinderat, geschätzte Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der heutigen Gemeindeversammlung. Der Herr Hunseer hat bereits einiges von dem, was ich gerne ausgeführt hätte, vorweggenommen. Ich muss daher ein bisschen improvisieren. Also mein Name ist Ferdi Brunner, ich wohne an der Oberen Weinstrasse 9 in Rotkreuz. Die einen mögen mich, die anderen weniger. Es kommt ganz davon vor, wo der Anpranger stand. Ich bin erstaunt, wie kreativ die Jahresrechnung 07 wiederum gestaltet ist. Schon vor einem Jahr hat der Gemeinderat die Rechnung zusammen mit der die Abschreibung zusammen mit der Gesamtrechnung durchwinken. Nach dem Motto, lieber eine schlechte Presse, wenn gar keine Presse. Und der Gemeinderat uns heute aber weismachen, dass die Abschreibung von diesen 120.000 Franken eine gebundene Ausgabe ist, was es meiner Meinung nach nicht kann sein. Eine gebundene Ausgabe ist nämlich eine solche, wenn sie hinsichtlich ihrer Höhe, einen Zeitpunkt und weiteren Modalitäten einen verhältnismäßigen grossen Spielraum hat, wie es Gesetz das formuliert. Der Handlungsspielraum, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat sage und schreibe 10 Jahre lang bestanden. Denn, wie der Hausherr gesagt hat, war es eine Handänderung von einem Grundstück aus dem Jahr 1999. Jeder, der von einer Buchhaltung einigermaßen Bescheid weiss, weiss, dass Abschreibungen buchhalterisch ein Aufwand sind, also eine Ausgabe für den Gemeinderat, eine Ausgabenkompetenz, die lediglich 100.000 Franken hat. Also muss in meiner Meinung nach ganz klar die 120.000 Franken uns zur Genehmigung vorlegen, was er nicht macht. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, und da darf ich ganz kurz einen Abstecher zu den Traktanten 4 und 5 machen, die wir heute ja auch behandelt, dass der Gemeinderat die Abschreibungen von diesen beiden Geschäften uns zur Genehmigung vorlegen will, obwohl sie ja gebundene Ausgaben sind. Die Abschreibungen von diesen 120.000 Franken, von dieser Grundstücksgewinnsteuer, die ebenfalls gebunden sollen sein, wie der Gemeinderat schreibt, die wollte er im Volk nicht zur Genehmigung vorlegen. Also, um das zu verstehen, muss man vermutlich Gemeinderatsreich sein. Die wenigsten wissen, dass in dieser Sache ja von mir noch Beschwerdehängige, wie Herr Hunseer richtigerweise gesagt hat, um Klarheit zu schaffen, ob es noch eine gebundene Ausgabe ist oder ob es eine neue Ausgabe ist, wie das Gesetz das eben umschreibt. Da stellt sich mir grundsätzlich die Frage, ist die Vorlegung von dieser Rechnung überhaupt zulässig, wenn ja eben, wie gesagt, die Beschwerde abhängig ist. Das macht meiner Meinung nach einfach keinen Sinn, wenn die Rechnung jetzt wieder verabschiedet wird und sie der Regierungsrat möglicherweise nachher wieder zurückweist. Weil dann nämlich wäre es das zweite Mal und dann würde der Regierungsrat in eigener Kompetenz die Rechnung richtigstellen und selber verabschieden. Das möchten wir eigentlich verhindern. Daher bitte ich Sie, gut zu bedenken, was zu machen ist. Geben Sie im Gemeinderat vielleicht die Chance, die Rechnung halt wirklich so auf sie zu legen, wie meine Beschwerde hängig ist und wie sie der Regierungsrat entschieden hat. Darum sollten wir die beiden Anträge vom Gemeinderat eigentlich nicht zustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Darf ich bitte das Wort dem Herrn Hunseer geben zur Beantwortung von diesem Votum? Gut, mal vorab mit kreativer Buchführung hat das, was wir heute machen, nichts zu tun, sondern es geht heute darum, dass wir Ordnung schaffen und den Fall abhandeln, dass wir mal endlich das Ganze weg vom Tisch bringen. Jetzt,
die Frage gebunden oder nicht gebunden. Also gerade mal vorab, das gibt bücherfüllende Abhandlungen über das Thema. Nach Finanzhaushaltsgesetz heisst es, wenn weder hinsichtlich von der Höhe noch bezüglich Zeitpunkt von der Vornahme von der Abschreibung von einem Steuerausfall oder anderen Modalitäten ein grosser Entscheidungsspielraum besteht, also weder Zeitpunkt noch Höhe noch von den Modalitäten her, und das ist in dem Fall der Fall, wir haben keine Chance, etwas anderes zu machen, als den Fall abzuhandeln und abzuschreiben. Dann handelt es sich nach Finanzhaushaltsgesetz um eine gebundene Ausgabe. Und eine gebundene Ausgabe ist nicht separat in der Stimmbevölkerung, in der Gemeindeversammlung vorzulegen. Da sind wir im Clinch, das weiss ich. Und da wird der Regierungsrat auch noch einen Entscheid fällen. Wir gehen aber davon aus, dass im Sinn und nach vorgängiger Rücksprache mit der Direktion des Innen und der Finanzdirektion das Vorgehen minutiös besprochen, abgehandelt, gegengelesen worden ist. Dass wir heute davon ausgehen müssen, dass unser Vorgehen vertebt. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann bin ich wirklich am Ende des Lateins, sage ich Ihnen. Die Frage ist für mich einfach. Was ist genau die Sache? Was ist genau die Intention hinter dem Ganzen? Hinter diesen verschiedenen Beschwerden? Besteht überhaupt das Interesse, dass wir den Fall abhandeln können? Ich stelle das zur Debatte. Ich glaube nicht, dass das Interesse da ist. Also, ich sage nur das, mehr als abklären bei der Direktion des Innen, bei der Finanzdirektion, mit dem Regierungsrat das ganze Vorgehen führt sie und hindert sie absichern, plus einen Jurist beiziehen. Mehr kann ich leider nicht machen. Das tut mir leid. Und wenn Sie wirklich das Interesse haben, aus dem Fall nochmal eine dritte Runde zu machen, dann ist es so. Aber dann weiss ich auch nicht mehr, wie wir das weitermachen sollen. Gut. Abgesehen davon wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn man mal würde akzeptieren, dass vor einem Jahr unsere Gemeindeversammlung einen grossmehrheitlichen Entscheid gefällt hat und gesagt hat, wir sehen es, der Gemeinderat kann hier kein Geld mehr holen. Der Fall ist alt und wir können keinen Stutz mehr zurückholen. Es tut mir leid, ausser einem Haufen Aufwand auf allen Ebenen, Regierungsrat, Verwaltungsgericht, Juristen einziehen, Gemeinderat, Verwaltung, Gemeindeversammlung, Presse. Mehr können wir dann nicht rausholen, als dass wir alle Ebenen noch können, weiss ich, wie lange beschäftigen. Und da tut es mir leid. Auch das kostet sehr viel Geld und Aufwand. Und wir hätten vielleicht noch andere Themen, die wir sollten behandeln. Und irgendeinmal habe ich das Gefühl, kann es wohl sein. Und wenn eine Gemeindeversammlung mit ein paar wenigen Gegenstimmen das sanktioniert, dann muss man eigentlich sich fragen, wollen wir unsere demokratischen Regeln beachten oder nicht, oder wollen wir jetzt das einfach durchstieren? Punkt.